Hallo los, und willkommen. Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen. Ja, ja, Carsten. Oder heißt er so? Danke für die Unterbrechung. Nee, aber willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und wir müssen Asteroid M aufreiten, das gerade von Magneto gebaut wird. Genau, so hieß er doch. Und jetzt erstmal ab nach New York. Geil. Geile Landung. Auch. So, warte, ich will ein Fahrzeug haben. Dann machen wir hier noch ein paar kleine... Was? Ja, das tut mir leid, dass du deinen Führerschein erst 10 Minuten hattest. Aber ich muss hier das Rennen hier machen. Machen wir ja kleine Extras. Aus dem Weg. Heftiges Rennen. Illegales Straßenrennen auf New York macht gerade Captain America. Jawohl. Easy. Profi. So, können wir hier gleich noch weitermachen mit den ganzen Extras hier, Aufträge? Die wollen die 100% schaffen. Pizza von einem Laden in Chinatown bestellt. Schon vor einer Stunde und sie ist immer noch nicht da. Diese Überstundensklaven kommen voll mies drauf, wenn sie Hunger haben. Kannst du mal den Pizzalieferanten aufmischen? Ey, nennen sie mal nicht Sklaven, Alter. Schon ein bisschen hart, wie er hier mit den Lieferservice umgeht. Aber das ist Standard bei New York. Also so ist Standardtag. Sie sind wirklich nur am Hin- und Herfahren. Weil ja New York so klein ist. Aber dafür halt so viele Häuser, Metropolen. Es ist ja eine riesige Metropole. Und da hast du als Lieferservice, wenn das sehr wenig Lieferservice sind, was ja wirklich ist, es gibt in New York nicht wirklich viele, da hast du echt Probleme bei so einer gigantischen Stadt, die jetzt zwar nicht groß ist in der Fläche, aber die halt sehr viele Wohngebäude haben und ja, sehr viele Straßen. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Hoffe ich mal. So, hier soll irgendwo der Pizzawagen sein. Da ist er doch. Ich klaue mir mal hier den Pizzawagen. Kann ich hupen? Wie hupe ich denn? So. Burp, burp. Das jetzt spiele ich Peter Parker und mache den Pizza Time Joke. Warte, ich blende ihn noch nicht jetzt ein. Pizza Time. Ja, schon geil. Habe ich endlich mal was eingeblendet. Schon lustig, oder? Boah, Alter, das Seil braucht ewig zum Lenken. Ich will nochmal gucken. Boah, das ist echt krass beim Lenken. Es lenkt nämlich kaum bis gar nicht ein. Aber egal, wir müssen mit jedem Auto klarkommen. Ja, kurz die Mülltonne da weghauen. Schadet ja nicht. Und hier rüber. Alter, ist das ein schreckliches Auto. So, jetzt hier noch links abbiegen. Schnell, Busfahrer, geh mal weg. Tut mir leid. Aber wolltest du nicht wegfahren? So. Oh. Ah, gut gemacht. Pizza Time. Diese von leckerem, leckerem, fetttriefende Pizza wird unseren Arbeitern noch weit bis in die Nacht. Oh, kostenloser Dip. Nee, der wird extra gezahlt. Verschämt. Reicher. Spost, Alter. Geht ja wieder gar nicht. Okay, aber nee, jetzt fahren wir wieder zu einer Mission. Ich werde halt immer so am Anfang der Folgen so mal ein paar Extras machen, aber dann die Mission machen. Ach, was ich fast schon vergessen habe. Die Leute grüßen, stimmt. Ich grüße heute die Natalia und den Aristoteles.
Ja, heute mal ein bisschen Griechisch am Start. Ist ja Griechisch, oder? Ja. Glaube ich schon. So. Natascha, bist du bereit? Rein da. Hoffentlich passt das Ding auch noch rein. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Hat das Ding mal wieder keine XXL Fallschirm bekommen? Hilfe, Hilfe. Ja, eben mit der Geduld. Ganz ruhig, ich kümmere mich schon darum. Erstmal brauche ich irgendwas, um dich hier zu befreien. Na, guck mal, das sind schon Bauteile. Nicht so rumwedeln, das macht alles schlimmer. Also ich spreche mit Erfahrung. Zack. So, ich habe leider nicht Tony Stark, dann könnte ich diese Statue hier kaputt machen. Also geht leider nicht. Jetzt kann ich hier irgendwie den Sand auspumpen oder so. Mal gucken. Bevor ich dich da auspumpe, ich erstmal hier noch ein paar Münzen einsammeln. Okay, pumpen. Bam! 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 Jetzt! Ben, bist du okay? Ja, sag nur Johnny nichts davon. Nee, Johnny will davon nichts erfahren. Johnny Depp. Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp. Immer diese Actionmusik, die hier im Hintergrund läuft. Ich mag sie. Oh, hier sind noch ein paar extra Münzen. Geil, gut. Kann man das hier öffnen? Ja. Mit Ben geht alles. Okay. Oh Gott. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich Captain America mit seinem Schild. Oh, Alter. So, weg mit dem Scheiß. Okay, jetzt brauchen wir noch... Ah, er kann hier den Stein mitnehmen. Ben, mach mal weg damit. Kurz den Generator überhitzt. Digga, hat die hässliche Haare. Meine Fresse. Oh, Blondine. Direkt töten. Warum sollte ich hier einen Garten einpflanzen? Naja, vielleicht ist irgendein Grund. Giftige Pflanzen herstellen wollen sie wahrscheinlich. Naja, ich kenne euch. Ah, da wollte ich mich austricksen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir.
Okay, hier können wir anscheinend, glaube ich, einen Hebel. Ah, wir können einen Hebel bauen. Gut, und damit die Hängebrücke wieder aufbauen. Erinnert mich an dem Gefängnis, wo wir auch da so eine Hängebrücke bauen mussten. Au, meine Ohren. Das Teil ist so laut. Wieso hat der jetzt gewechselt? Ich wollte den Captain. Naja. Alles ist ja gut gelaufen. Gott. Wieder was überhitzen. Bam. Ha. Habt ihr jetzt Pech gehabt? Tut mir halt leid, aber wenn ihr so eine Scheiße baut, was kann ich denn dafür? Boah, schön viele Münzen. Gut. Oh, aufpassen. Nicht erschlagen werden. Ben, du musst noch dort rüber. Gott. Nur so ein Schiff. Keine Ahnung, wie das hierher gekommen ist. Unvergleichlicher Aufstieg. Es sieht ein bisschen aus wie bei Jurassic World. Hey, vielleicht kommen jetzt irgendwelche Dinosaurier. Sind das Rieseneier? Ah. Digga, nein, ich habe wirklich recht gehabt. Hat jemand die Dinosaurier zurückgebracht? Wahrscheinlich aus dem Savage Land, aber was machen sie hier? Ja! Eine, Jurassic World Anspielung. Cool. Ich weiß sogar, warum das hier so ist. Denn, als das Spiel hier rauskam, oder rauskommen sollte, kam auch der Film, der Jurassic World Film. Soll ich das jetzt hier hinwerfen? Keine Ahnung, werfen wir das dahin. Okay, hat nicht viel gebracht. Ich wollte das wirklich mit Ben probieren, aber Ben hat ein bisschen zu krassere Arme und er würde das Teil wahrscheinlich ja kaputt machen. Aua. Komm mal rauf hier. Pass zu deiner Farbe. Das ist ein Skelett. Das bedeutet, die sind alle hier schon tot. Warte mal. Wenn hier ein Flugzeug ist, dann wollten die bestimmt irgendwo hin. Sind wir jetzt irgendwo in Südafrika? In den Amazonaswald? Dann ist hier ein Flugzeug abgestürzt. Alter. Richtig tiefe Story. Hoffentlich war das nicht das Flugzeug von 9/11. Also. Kann ja sein. Nein, Spaß. Sorry. Ey! Ich wollte Captain America nicht töten. Gut. Ich will hier durch. Ja, wie kommen wir da nur lang? Ein Superheld. Oh, kann ich Stan Lee retten? Komm raus hier, Stan Lee. Ach nee, das Feuer muss komplett gelöscht werden, damit der da rausgeht. Schade. Digga, was ist das? Aber es hat geholfen. Nein, die Dinosaurier kämpfen mit den Mutanten. Das geht aber gar nicht hier. Ja, ich bin nicht wirklich zum Schwimmen geeignet.
Das Wasser ist zu schnell, sogar für mich. Finde deinen Übergang. Das ist wohl der Amazonas River. Okay. Ja, ich will auch nicht in den Amazonas rein. Also, der Fluss ist bestimmt nicht so toll für die Menschen, aber für die Umwelt natürlich super. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft von dir. Das ist hier bisher mein Lieblingslevel, weil diese Dschungel, dieses Dschungelfeeling, das ist schon geil. Und wieder was überhitzt. Ey, ich bin so ein Experte davon. Na, geht mal weg hier. Verklopftes Dinosaurier. So, jetzt müssen wir wieder so ein Elektrofeld kaputt machen. Ah, jetzt kann ich was aus dem Boden holen. Na, siehste. Oh, lila Münze. Geil. Und da ist sogar noch ein Minikit. Ich glaube, da komme ich eh nicht ran. Oder? So, der Weg ist frei. Das ist schön. Oh, 1 von 4. Scheiße. Das habe ich jetzt gemerkt. Ach, egal. Werden wir im freien Spiel dann alles herausfinden. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich und meine Insel aufsteigen zu sehen. Er macht vielleicht eine Show draus. Er hat eine fliegende Insel? Ist das irgendein Hydra-Trick? Als ob ich das wüsste. Wart's einfach ab. Captain America. Ding. Charles Xavier lässt euch grüßen. Storm! Hey, eine Wettergöttin ist gar kein so schlechter Tausch. Besonders für Johnny. Hey, komm zurück, du feiger Hund! Genau richtig gesagt. Schnell, wir müssen einen Weg finden, Magneto zu folgen. So, jetzt komm her, du scheiß Feigling. Verkriecht er sich in seine fliegenden Insel. Der. Lass mal den armen Amazonas in Ruhe. Okay, wir haben Storm. Das heißt, die kann ein bisschen... Sie ist wieder unter Strom. Der war wieder witzig. Blitz und Donner! Seid ihr zu befehlen! Blitz und Donner! Ja! Gut. Mit meiner Kraft habe ich das geöffnet. Ah, noch mehr Dinosaurier. Das sind Razzaptoren. Sind das überhaupt... heißen die überhaupt so? Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Wir müssen an diesen Kanonen vorbeikommen. Ja, danke. Ich konnte ja noch nie mal richtig mir einen Überblick machen. So, wo soll ich hinstrahlen? Wahrscheinlich auf die Lasers. Ja. Komm, beweg den Laser schneller. Kurz auf Ben richten. Und bam, alles wieder zu B. Die Gefahr ist gebannt. Aber gleich kommt bestimmt noch eine Gefahr. Und das große Tor. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Das sieht nach Bosskampf aus. Wie ich sehe, habt ihr schön mit meinen Haustieren gespielt. Mal sehen, ob ihr auch gerne hier mitspielt. Na los! Oh, was holt er jetzt raus?
Rhino. Warum seid ihr mir gefolgt? Ich will doch nur alleine sein. Digga, der hat sich hier im Amazonas versteckt. Naja. Los, Ben. Angriff. Aua. Wird er vielleicht irgendwann so hart auf die Schnauze fliegen? Hoffentlich gleich. Bitte. Nee, er schafft es immer wieder. Jetzt aber, komm. Als ob er immer noch nicht auf die Schnauze geflogen ist. Ganz ruhig, nimm deine Tabletten. Boah, jetzt. Nee, immer noch nicht. Ja, will mich der Typ verarschen? Okay, vielleicht muss ich irgendwas hier machen. Okay, die Gegner gehen mir auf den Sack. Ja, vielleicht soll ich zuerst die Gegner besiegen, keine Ahnung. Mach ich zuerst das hier. Ah, da kann ich was bauen. Na, bau. Hallo. Jetzt. Aber er hat halt auch keinen Balken. Das ist irgendwie komisch. Naja, er kriegt gleich einen Kürbis auf seine Fresse. Rennt er da rein jetzt gleich? Mal gucken. Ne, er rennt daran vorbei. Ist ja voll boring. Vielleicht muss ich mich da hinstellen. Ja! Jetzt. Jetzt kann ich ihn auch angreifen. Na los, Ben! Hallo! Bam! Oh, komm! Komm schon, komm schon! Jetzt geht's wirklich rund. Bam! Digga. Es ist noch nicht vorbei. Also, seine Synchronrolle gefällt mir jetzt schon. Ich muss wohl alles selber machen. Ja, leider musst du's. Obwohl es mir eigentlich auch egal ist. Meine Kräfte können nichts ausrichten. Wir müssen etwas bauen, das schwer genug ist, um sein Schild zu durchbrechen. Na guck mal, er baut doch schon was für uns. Er muss es nur hinstellen, dann können wir es auf ihn werfen. Jetzt legt er den Amboss hin. Hallo. Geh die Blondine mal weg. Da, guck mal. Er hat ihn hingestellt. Zwar müssen wir ihn noch zusammenbauen, aber dann können wir damit ihn angreifen. Quatsch. Krepier. Noch zweimal. Du, richtig Rock'n'Roll mäßig hier am Start. Kommt jetzt wieder Rhino? Boah, ich glaube, Rhino haben wir jetzt erstmal ausgenockt, oder? Der wird jetzt erstmal nicht kommen. Ja, diese Blondine kann mal weggehen. So. Au, er will mich taub machen. Nee, lass mal. So, jetzt machen wir ihn taub. Hier, damit du nicht zu spät kommst. Ah, versteht ihr? Gott. Ein letztes Mal noch, dann ist auch Magneto weg. Der hat eine Knarre? Der hat eine Knarre einfach. Pass auf, hoffentlich schießt er nicht gleich hier mit seiner Knarre. Was soll das sein? Das ist irgendwie eine Bratpfanne oder was? Was soll das darstellen?
erstmal die Blondine hier weg. So, jetzt, komm. Bau. Ja, es ist wirklich eine Bratpfanne. Gut. Und... Hotsch! Was bewirkt diese Metallbiegelkanone? Seine Kräfte zu verbessern, oder was? Nun, dann entkräften wir ihn besser mal. Mystique! Natürlich. Das hält sie in Schach. Also, wo ist Magneto hin? Ich sehe schon, eine Steigerung der Höhe bedeutet nicht gleich eine Steigerung des IQ, Benjamin. Verdammt, wir haben verkackt. Der einzige, den wir jetzt ausgestellt haben, war Mystique, die wir jetzt auch bekommen. Aber, ja, Magneto ist jetzt mit irgend so einem Stück Felsen abgehauen. Ist einfach weggeflogen. Ich frage mich aber, was wäre mit diesem Stück Felsen? Also, das erinnert mich gerade so ein bisschen an dem Avengers-Film hier, Ultron, wo ja Ultron da irgend so ein Stück Stadt da rausgeholt hat. Wo man auch nicht so ganz wusste, warum der jetzt dieses Stück Stadt haben wollte. Ist so ein bisschen dasselbe. Nur so ein bisschen. Aber jetzt erstmal Geschichte fortsetzen. Nicht gerade ein Palast, aber schon okay. Bauen wir die letzten Teile zusammen, dann kann ich mich endlich rächen. Du dich rächen? Du meinst, dann kann ich herrschen? Ja, ich versprach mich. Wow. Erinnere mich daran, dass U-Boot-Werfen definitiv keine Attraktion in meinem Starkland-Vergnügungspark wird, okay? Aber das Iron-Man-Musical behältst du? Magneto muss büßen. Beruhig dich. Mach uns hier nicht den Hulk. Ich muss dem Professor Bericht erstatten. Hallo? Nick Fury? Rufe Nick Fury. Nicholas Fury. Kann ich dir das Shield-U-Boot in Rechnung stellen, das du zu Schrott gefahren hast? Schick sie an Magneto. Wo ist er eigentlich? Auf den wartet noch eine ganz andere Rechnung. Er, Doom und Loki befinden sich auf einem schwer bewaffneten, schwebenden Asteroiden und basteln an etwas, was wie eine gigantische Superwaffe aussieht. Holen sich diese Typen denn nie einfach mal nur einen Kaffee? Oder spielen Schach im Park? Ich habe ein neues Flugspielzeug gebaut, das perfekt dafür ist. Ich nenne es... Lass mich raten. Der Starkjet? Ach ja? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Also, wo ist denn dein Jet? Der ist fett im Central Park geparkt. Glaube ich. Dann sputen wir uns. Ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz wuschig im Kopf von unserem Trip in dem fliegenden U-Boot. Lady Liberty hat ein paar Gehirnzellen gelockert. Ja, diese Gespräche, ich finde die so cool. Weil sie alle aneinander aufbauen. So gut wie er klingt, Mr. Stark. Ihr müsst Mr. Stark. Mr. Stark. Ja. So stark ist er auf jeden Fall. Hahaha, der war wieder so gut. Naja. Gut, dann machen wir es mal hier mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir Magneto aufhalten. Seinen fliegenden Felsen da. Ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt damit anrichten. Egal. Das werden wir bestimmt dann noch rausfinden. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.